Hubstütze am Wohnmobil. Heute geht es um meinen Erfahrungsbericht. Was habe ich damit alles erlebt? Bin ich zufrieden? Hit oder Shit? Hubstützen. Wenn dich das auch interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute zeige ich mich aus einer ganz anderen Perspektive, denn ich habe eine neue Serie hier auf dem Kanal etabliert und möchte die heute starten. Hit oder Shit habe ich sie genannt, denn ihr habt mir ganz viele Fragen zu den unterschiedlichsten Themen geschrieben, die ich euch mal vorgestellt habe, die ich bei mir im Fahrzeug verbaut habe. Und ihr wolltet schlichtweg wissen, welche Erfahrungen ich denn damit jetzt habe und wie zufrieden ich damit bin. Und genau damit möchte ich heute starten, und zwar mit den Hubstützen. Denn ich habe jetzt seit über 100.000 Kilometer Hubstützen an Bord, vorher bei dem Fiat Ducato, jetzt bei dem Crafter. Und möchte euch einfach zeigen, welche Anforderungen ich an diese Hubstützen hatte. Dann zeige ich euch, warum ich mich gerade für dieses System entschieden habe, denn es gibt ja unterschiedliche Systeme, auch da hatte ich meine Beweggründe. Ich erkläre euch nochmal kurz was zum Einbau und zu den Kosten. Wir reden über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, denn die Hubstützen sind nicht nur zum Nivellieren da, sondern es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die man damit machen könnte, theoretisch. Und dann will ich mich noch euren Fragen widmen, denn ihr habt mir immer wieder Fragen geschrieben und die möchte ich dann beantworten. Und zu guter Letzt dann natürlich mein persönliches Fazit. Ist es jetzt ein Hit für mich oder ist es doch ein Shit? Und damit würde ich sagen, fangen wir sofort an und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Und wir legen los, wenn ich hier irgendwie wieder rauskomme. Scheiße, ich bin doch schon alt. Ah. Was erwarte ich mir von den Hubstützen? Ganz klar, zum einen, dass ich mein Fahrzeug nivellieren kann, dass es also wirklich gerade steht, egal auf welchem Untergrund ich mich gerade befinde. Das ist zum einen wichtig fürs Kochen. Ich weiß, was ihr sagen wollt, ich koche ja eh nie, aber gerade wenn ich Wasser kochen möchte für einen Tee zum Beispiel, bin ich da auch durchaus drauf angewiesen. Aber zum Beispiel auch beim Schlafen macht ein nivelliertes Fahrzeug durchaus Sinn, damit du zum einen nicht durch das ganze Fahrzeug kullerst bei deinen ganzen wilden Träumen und zum anderen, damit dir das Blut nicht in den Kopf steigt. Mir aber fast der wichtigste Punkt ist der beim Duschen, denn wenn du schief stehst und du auch noch Pech hast und dann das ganze Wasser beim Duschen genau dahin läuft, wo du keinen Abfluss hast, kann das richtig doof enden. Deswegen achte ich beim Duschen immer darauf, dass mein Fahrzeug wirklich nivelliert ist oder zumindest so schräg steht, dass genau an der tiefsten Stelle auch wenigstens der Abfluss ist. Das sind also die drei Hauptgründe, warum es schon Sinn macht, wenn dein Fahrzeug nivelliert ist. Aber es gibt auch noch weitere, zum Beispiel, dass dein Fahrzeug stabil steht, dass es also nicht immer so rumschaukelt. Und was mir auch immer ganz wichtig war und ein ganz großes Bedürfnis an dieses Hubstützensystem, dass ich, wenn ich nachts irgendwo an den Stellplatz komme, eben nicht mehr laut bin, den Motor laufen lasse, dann die Auffahrkeile raushole und da rauf und runter fahre und alle aufwecke, sondern dass ich dort ankomme, meinen Motor abstelle und das alles relativ ruhig von dannen geht. Naja, und da ich Business Camper bin und beruflich sehr viel mit dem Camper unterwegs bin, war mir also schnell klar, ich möchte gerne ein Hubstützensystem aus den eben genannten Gründen. Und dann habe ich mich auf dem Markt umgesehen, habe mal geschaut, was gibt es denn für unterschiedliche Systeme. Und ich habe mich letztendlich für das Elefantenrüstsystem entschieden. Und warum? Das kann ich euch hier mal an ein paar Beispielen ganz gut zeigen. Sprechen wir über die Entscheidungsfindung, wie kam ich zu den Elefantenrüsseln? Na, ich habe mich auf dem Markt mal umgeguckt und wollte einfach mal gucken, was gibt es denn da alles so. Und eine Geschichte ist das hier, dass die bei mir als Kastenwagenfahrer überhaupt nicht in Frage kommt, ist vollkommen klar. Denn schaut euch mal diese Einbautiefe an oder Einbauhöhe, die ist bei mir im Kastenwagen einfach nicht verfügbar. Deswegen stellt sich mir auch gar nicht diese Frage. Ich fand es aber hier auch nochmal interessant im Vergleich, wenn du dir das mal anguckst. Wir haben hier nicht mal denselben Hub, also ich habe hier bei dieser Stütze einen deutlich höheren Hub als hier bei dieser Stütze. Aber schaut euch dann im Vergleich mal die Einbautiefe an, die ich habe. Ist ein ganz anderes Spiel. Und das finde ich schon mal sehr interessant. Für mich als Kastenwagenfahrer aber jetzt eben dieses System nicht spannend. Aber das hier hinten ist für mich schon mal super spannend, weil die Einbautiefe hinten habe ich. Und deswegen habe ich hinten auch so einen enormen Hub, weil ich da eben richtig Dampf geben kann. Vorne sieht es bei mir aber anders aus und wenn ihr euch auf den Messen mal so umschaut, wenn ihr Fahrzeuge seht, die nivelliert sind, dann gibt es vorne eigentlich das Problem, dass du vorne nie viel Platz hast beim Kastenwagen oder auch bei Integrierten und Teilintegrierten oft nicht. Und dann kommen diese Freunde hier ins Spiel und da sieht man jetzt auch schon, da hast du hier deutlich weniger Einbauhöhe, hast aber immer noch viel mehr Einbauhöhe als hier. Hier wird jetzt nochmal ein Trick angewendet, man sieht den Unterschied ganz gut, hier liegt der Zylinder auf dieser Aufnahme auf dem Fuß. Hier liegt der Zylinder in dem Fuß integriert und dadurch ist das hier auch nochmal tiefer in der Einbauhöhe als das hier. Und vom Hub her sieht man auch, dass ich deutlich mehr Hub habe. Denn jetzt sieht das hier relativ vergleichbar aus, aber ihr müsst ja auch nochmal bedenken, das hier ist ja nicht der Hub, sondern das hier braucht ihr als Einbautiefe. Und das wollte ich vorher sagen, wenn ihr euch auf den Messen mal umschaut, ist es meistens so, dass so viel, also man sieht es hier besser, dass dann meistens so viel hier
vorne rauszieht. Und das war für mich nicht akzeptabel, weil das in meinem Fall einfach zu viel ist. Gerade bei dem langen Radstand, den ich habe und so weiter, wollte ich das einfach definitiv nicht haben. Und mit diesem Schaubild kann man das alles nochmal super zusammenfassen. Hier erkennt man zum einen sehr, sehr deutlich die Einbauhöhe als auch die Hubhöhe, die mit den unterschiedlichen Systemen möglich ist. Und es kommt nochmal ein weiterer Faktor dazu und das ist die Stabilität. Denn dadurch, dass ich ja hier mehrere Zylinder habe, die ineinander verschoben sind und dann auch ausgefahren werden, wird das, wenn er ausgefahren ist, auch immer instabiler. Es ist ganz einfach zu erklären. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich zeige euch das mal so. Hier ist der Zylinder drin, ja? Das ist der Zylinder. So, wenn ich den jetzt rausfahre zur Hälfte, ist es noch einigermaßen stabil. Wenn ich den aber jetzt ganz rausfahre, dann ist das überhaupt nicht mehr stabil, weil ich einfach den Halt nicht mehr habe. Und wenn ich den wieder drin habe, dann hat er einen Halt und ist super stabil. Wenn ich das jetzt zweimal habe, dann könnt ihr euch vorstellen, im übertragenen Sinne, wie das Ganze dann auch einfach am Ende nicht mehr so stabil ist. Also ich habe mit diesem System einfach eine ganz andere Stabilität zur Verfügung, als ich das mit so Zylinderhubstützen habe, mit diesen Stempeln hier. Und das war für mich letztendlich das Hauptargument, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte mit diesen Stützen hier unterwegs sein. Und so kam ich einfach zu der Entscheidungsfindung. Sprechen wir kurz über den Einbau. Auch den seht ihr in dem anderen Video detailliert. Und noch als kleiner Hinweis, ich habe zuerst grüne Stützen verbaut und jetzt habe ich sie gelb umlackiert. Nicht, dass ihr euch wundert. Der Einbau kann 3 bis 4 Stunden, aber auch 2 Tage dauern. Das kommt wieder darauf an, mit welchem Wohnmobil du unterwegs bist. Und da liegt es nicht nur an dem Chassis, wie bei mir am Anfang mein Fiat Ducato und jetzt mein Volkswagen Crafter, sondern auch an dem Ausbauer, wie unten das Fahrzeug verbaut ist. Stichwort Unterbodenschutz, Stichwort aber auch Abwassertank etc. Und dementsprechend wird das immer unterschiedlich gestaltet und dementsprechend sind auch immer die Hubhöhen unterschiedlich. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Bei den Preisen beginnt alles ab 3.500 Euro bei dem Asimo-System. Mein System mit all den Funktionen, auf die ich nachher nochmal schnell zu sprechen komme, liege ich bei zwischen 6.500 und 8.000 Euro. Jetzt ist das Ganze installiert, aber wie funktioniert es? Ganz einfach, das Hubstützensystem hier in diesem Fall basiert auf einem Dreibeinsystem. Es klingt jetzt komisch, denn es sind ja 4 Stützen, aber die vorderen beiden Stützen sind miteinander gekoppelt. Und man kann sich das ganz einfach vorstellen. Nehmt mal einen Stuhl, ihr kennt es, einen Stuhl mit 4 Beinen, der kann schon mal kippeln. Warum? Weil ein Bein vielleicht nicht auf dem Boden aufsteht. Und genauso ist es hier auch. Ein Dreibein dagegen, also so ein Schemel zum Beispiel mit 3 Stützen, einfach nur mit 3 Beinen, da sind alle immer fix am Boden und genau dasselbe System steckt hier auch dahinter. Wen das nochmal genauer interessiert, es gibt ja schon das ausführliche Video, das verlinke ich ja sehr gerne, da könnt ihr euch das nochmal im Detail anschauen, aber das steckt da ganz genau dahinter. Und naja, und dann drücke ich einfach nur mein Knöpfchen und dann kann ich überlegen, entweder ich nivelliere einfach nur, dann benutze ich hier meine Fernbedienung beispielsweise, oder wenn ich andere Funktionen hier ansteuern möchte, dann kann ich das Ganze über meinen Touchscreen machen, den kannst du dir in deinem Fahrzeug anbringen, wo du möchtest, und dann kannst du auch das entsprechende Programm auswählen, das dich interessiert. Bei mir ist es übrigens so, dass hier in der Küchenzeile dann unten das System ist, wo auch die Sensoren sind, wie die Waagrechte ist, wo auch die Funkantenne ist, um dieses System anzusteuern mit der Funkfernbedienung beispielsweise. Das alles ist bei mir unterm Küchenbock verbaut. Soweit ganz oberflächlich und jetzt schauen wir uns mal die ganzen Einsatzgebiete an, denn ich kann viel mehr als einfach nur nivellieren. Sprechen wir über die Einsatzmöglichkeiten eines solchen Systems und da gibt es noch sehr viel mehr außer Nivellieren. Darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Einer ist bei so einem Wetter richtig im Matsche stehen. Und wenn du dich da mal richtig eingräbst irgendwo, dann kann dir allein schon so ein Hubstützensystem helfen, dich wieder aus der Matsche herauszuheben. Also das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Geschichte, die aber wahrscheinlich im normalen Camperalltag auch nicht allzu oft vorkommen sollte. Was in eine ähnliche Kategorie fällt, ist das Anlegen von Schneeketten. Das fällt so viel leichter, wenn du so ein Hubstützensystem hast. Geschweige denn Räderwechsel, ganz klar. Aber auch wenn du am Unterboden dir irgendwie mal was anschauen musst. Und da ist auch nochmal ganz wichtig, es ist zwar nicht explizit verboten, sich hier unter das Fahrzeug zu legen, aber trotzdem passt bitte immer auf euch auf und es ist natürlich nicht empfohlen. Und dann schont es deine Reifen, und zwar, wenn du dein Fahrzeug länger als eine Woche abstellst. Wir hatten neulich schon ein Video drüber zugedreht, wo es genau um Felgen und die richtigen Räder geht und so weiter. Und da haben wir genau über diesen Punkt gesprochen. Das war auch sehr interessant. Wer das noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch auch nochmal sehr gerne.
Naja, und dann gibt es noch weitere spannende Funktionen. In meinem Fall zum Beispiel die Serviceeinstellungen. Da kannst du zum Beispiel sagen, beim Schlafen willst du immer schauen, dass du mit dem Kopf ein bisschen höher liegst. Oder zum Beispiel beim Ablassen des Grauwassers. Da kannst du immer dafür sorgen, dass auch wirklich das letzte Tröpfchen noch aus deinem Abwassertank herausfließt. Und dann gibt es noch eine sehr spannende Funktion, und zwar die Wiegefunktion. Das bedeutet, ich kann mein Fahrzeug wirklich wiegen, und zwar achsweise. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt ganz schnell an. Als allererstes müsst ihr die entsprechende Funktion auf eurem Display ausholen, drückt hier einfach auf Wiegen. Und danach müsst ihr als allererstes das Fahrzeug einmal komplett nach oben fahren. Das ist wichtig, weil nur so kann das Fahrzeug auch wirklich am Ende effektiv gewogen werden. Ihr seht gleich warum. Die Stützen sind also jetzt alle komplett ausgefahren und jetzt bestätige ich das und dann lässt er das Fahrzeug einmal kurz vorne und hinten ab und dann berechnet er das entsprechende Gewicht und spuckt dir das Ganze auf dem Display direkt aus. Und dann gab es von euch noch Zuschauerfragen und die möchte ich jetzt natürlich auch nochmal beantworten. Und zwar hat der Thomas aus Frankfurt gefragt, wie ich das Ganze denn bei nassen und feuchten Wiesen mache, denn da würde ich ja mit diesen Stützen komplett einsinken über 1, 2, 3 Tage. Da hat er auch absolut recht. Aber tada, dafür gibt es solche Brettchen. Und entweder kaufst du dir die direkt und nimmst sie einfach mit und dann legst du die ganz einfach unter jede Stütze oder zumindest unter die gefährdeten Stützen. Das ist die eine Möglichkeit oder du bist halt vor Ort einfach fündig und schaust, ob du irgendwo Hölzer findest, die du irgendwie unterlegen kannst und dann funktioniert das auch alles tadellos. Der Reise-Ulf wollte von mir wissen, ob die Kolben nicht recht verdrecken während der Fahrt und damit dann den Zylinder auf Dauer beschädigen. Und hier habe ich mir so ein Modell geschnappt, da sieht man ganz gut, wie dieser Kolben gereinigt wird, wenn er in den Zylinder einfährt. Und dasselbe kennen wir zum Beispiel von Baggern oder von anderen großen Baumaschinen, die mit solchen Zylindern arbeiten. Die haben dieses Problem auch nicht. Also da kann ich sagen, 100.000 Kilometer absolut safe. Die Nicole wollte wissen, ob ich schon mal eine Fehlfunktion hatte und ob ich das System schon mal nicht bedienen konnte. Und da kann ich euch die Angst nehmen. Nein, das hatte ich nicht. Aber selbst wenn sowas passieren sollte und du gerade hochgebockt bist, das wäre ja Worst Case, kannst du so jetzt erstmal definitiv nicht mehr losfahren. Aber du kannst, deswegen bin ich hierher gegangen, man sieht den gar nicht, diesen Kasten hier unten, kannst du öffnen und kannst dann per Hand quasi die Stützen runterlassen, also die Ventile so gesehen aufdrehen und musst sie dann einfach nur nach oben drücken und dann kannst du auch wieder losfahren und kannst dir dann entsprechend Hilfe suchen. Also du kommst immer vom Fleck, das ist schon mal gesagt. Und dazu auch noch ein Hinweis von mir, ich habe das ganze System bei mir an die Starterbatterie angeschlossen, nicht auf die Aufbaubatterie. Warum? Weil ich der Meinung bin, wenn ich ein Problem habe mit der Starterbatterie, dann muss ich mir generell irgendwie helfen, weil irgendwie will ich ja nach Hause fahren. Das kann ich dann entweder überbrücken oder ich habe so einen kleinen Akkubank, mit der ich dann meine Batterie fremdstarten kann und durch die Lichtmaschine generiere ich dann wieder Strom und spätestens dann kann ich dieses System auch wieder benutzen. Wenn ich ein Problem mit meiner Aufbaubatterie habe, dann kann das unter Umständen sehr unangenehm werden, denn das könnte ja dann auch nochmal ein anderes Hit- oder Shit-Video werden, aber je nach System, das ihr verbaut habt, kann das natürlich schneller zu Themen führen, bei denen ihr euch nicht so schnell helfen könnt, sondern wo ihr noch irgendwelche Ersatzteile braucht, die dann 1, 2 Tage brauchen, bis sie bei euch sind etc. Das war mein Grund, warum ich das Ganze an die Starterbatterie angeschlossen hatte. Soweit erstmal zu euren Fragen. Nicole und Thomas, an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an euch für eure Fragen, stellvertretend für all diejenigen, die Fragen gestellt haben. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die natürlich sehr gerne unten in die Kommentare reinklopfen, dann versuche ich euch die so schnell wie möglich zu beantworten. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Fazit und wir reden drüber. Hit oder Shit? Persönliches Fazit. Hit oder Shit, meine Damen und Herren. Negativ ist ganz klar einmal der Preis. Es kostet einen Haufen Asche, so ein System. Wir haben eingangs schon drüber gesprochen. Und es ist mit 63 Kilo jetzt in meinem Fall, also man kann es immer so sagen, zwischen 60 und 65 Kilo wiegt so ein System, ist es natürlich schon sehr, sehr schwer. Und dessen muss man sich auch unbedingt bewusst sein. Für mich persönlich ist es aber trotzdem definitiv ein Hit. Und zwar, weil ich sehr oft nachts Stellplätze anfahre und da äußerst froh bin, dass ich eben keine Leute mehr aufwecke, dass ich da leise nivellieren kann. Mir geht es auch noch gar nicht so um Schlafen, sondern mir geht es dann letztendlich darum, dass ich am nächsten Morgen schön duschen kann, das Wasser ordentlich abfließen kann und ich da keinen Ärger habe. Denn da hatte ich auch schon so die ein oder andere böse Überraschung. Naja, und dann ist so ein absolutes Highlight die Wiegefunktion bei mir. Das finde ich klasse, weil ich immer sehr unterschiedlich unterwegs bin und je nachdem, wie ich dann wieder gerade auf Tour gehe, kann ich einfach vorher nochmal gucken, okay, bin
bin ich im Lot, passt alles, damit ich da auch keine bösen Überraschungen habe. Abwasser ablassen, also es sind alles so Kleinigkeiten, Schneeketten aufziehen, das hat mich überzeugt, das macht mir so viel Spaß, es geht alles so viel einfacher von dann, aber man muss halt auch sagen, ich bin halt wahnsinnig viel damit unterwegs. Also allein mit dem System, aber auch mit dem System, das ich vorher hatte, war ich jetzt in Summe schon über 100.000 Kilometer auf der Straße und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn du damit 2 bis 4 Wochen im Jahr in Urlaub fährst, dann wird sich so eine Hubschützenanlage definitiv nicht lohnen, also rein finanziell. Aber wenn du den Luxus haben möchtest, auch dem steht natürlich nichts entgegen. Aber das muss man sich eben überlegen und das muss man natürlich abwägen, das ist mir vollkommen klar. Aber deswegen, um euch jetzt allen die Frage zu beantworten, für mich ganz klar ein Hit. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich lasse jetzt mal mein Fahrzeug ab, damit ich dann auch wieder abdampfen kann. Ihr hinterlasst sehr gerne ein Like, wenn ihr sagt, hey, dieses Format gefällt euch. Mir geht es gar nicht darum, dass ihr mir mit dem Daumen nach oben oder unten sagt, wie ihr das System findet. Das schreibt ihr mir bitte in die Kommentare. Der Daumen nach oben ist ganz klar eine kleine Motivation für mich an der Stelle. Vielen Dank an euch und gerne auch Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Wie gesagt, ich beantworte euch die sehr gerne, soweit ich das kann. Ansonsten würde ich sie entsprechend weiterleiten. Naja, und ansonsten, wenn ihr total wild seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Jeder von euch ist mir herzlich willkommen. Und jetzt wünsche ich euch, egal ob ihr mit Stützen unterwegs seid, ohne Stützen unterwegs seid, wie auch immer, immer ganz, ganz tolle Touren. Das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao.